Dann guten Morgen an alle. Wir wollen uns heute um das Thema moderne Architekturen an der Contact Center Plattform unterhalten. Vielleicht erstmal ein, zwei Worte zu mir. Ich selber bin Geschäftsführer der Rufberatung. Die gibt es seit 2014 und habe bei uns im Team den Schwerpunkt Lösungsauswahl, Contact Center Audits, Technik im Zusammenspiel der Prozesse, Telesales, Analytics. Und die Agenda für heute beinhaltet im Prinzip die historische Einordnung der Contact Center, das Gesamtbild eines Contact Centers, Aufgaben, Architektur, Trends und ein paar Tipps zur Beschaffung. Was heute nicht Teil des Webinars sein wird, ist die Bewertung einzelner Anbieter. Zum einen, weil ich der Meinung bin, dass es keine guten und schlechten Anbieter gibt, sondern nur passende und nicht passende. Eine perfekte Anleitung zur Auswahl einer individuellen Lösung können wir heute auch nicht abdecken aufgrund Zeitmangels und das Thema Mitarbeiter, Prozesse, Methoden. Ja, können wir bei Wunsch gerne in einem separaten Session nochmal berücksichtigen, aber das ist heute auch nicht Inhalt dieses Webinars. So, wer ist die Rufberatung? Wir sind im Prinzip ein Beratungsunternehmen für Contact Center, haben im Prinzip zwei Schwerpunkte, die Unterstützung bei Veränderungsprojekten von Idee, Strategie, Konzept, Detailkonzept bis zur Umsetzung. Und machen dann im Prinzip auch Interimsmanagement für einzelne Bereiche, vor allem auf Expertenebene oder Leitungsebene, weniger auf C-Level. Gut, wir haben mehrere Schwerpunkte im Bereich Contact Center. Das ist das Thema Lösungsauswahl und Implementierung, Prozessberatung und Prozessimplementierung, Personalwesen und dann halt auch das Thema ganzheitliche Beratung, ROI-Betrachtung, Audits, Reviews. Das ist unsere Kernthemen. Und bevor ich jetzt zu sehr in das Thema Contact Center abschweife, würde ich gerne mal die Branche wechseln. Und ich würde gerne jemanden vorstellen. Sie sollten hier meinen Bruder sehen. Der ist in 30ern, hat einen normalen Hauptberuf und ist Landwirt im Nebenwerf auf dem elterlichen Hof. Werden Sie sagen, Landwirte, die sterben doch aus. Wenn man hier zum Beispiel mal einen Artikel der Welt anschaut, das lohnt sich doch nicht mehr. Das ist doch ein totgesagter Beruf. So, mein Bruder investiert. Das hier ist, sehen Sie ein Bild, wo er einen Weinberg neu angelegt hat vor ein paar Wochen. Wurde mit einer Drohne gemacht. Ja, der investiert und macht ziemlich viel. Das mal ein bisschen zu vergleichen. Der hat 40 Stunden pro Woche Hauptberuf. Investiert noch viel Zeit in die Renovation des alten Hofes, der 300 Jahre alt ist. Und hat die Anbaufläche in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Nur um das mal zum Vergleich zu sehen, mein Großvater hat den Hof als Haupterwerbshof geführt. Das heißt, damit musste die ganze Familie leben. Mein Vater hat ihn noch zum Nebenerwerb geführt und jetzt ist mein Bruder gekommen, hat ihn übernommen und in 10 Jahren das Ganze nochmal verdreifacht. Hatte ich mal irgendwie beim schönen Abend eine Diskussion mit ihm, wie macht er denn das? Dann sind wir auf verschiedene Maßnahmen gekommen. Ich gehe jetzt nicht jede einzelne durch, aber er schaut natürlich, dass er nachgefragte Weinsorten, die auch Geld bringen, anbaut, hat diese und jene Spezialität, versucht die Anbaureihen zu normieren, dass man im Prinzip mit Maschinen auch einfach durchfahren kann, nutzt moderne Technik, wie zum Beispiel Ernteroboter, die man auch von Dienstleistern auf Tagesbasis mieten kann. Zum Prinzip Unternehmen, die einzelne Maschinen mit Personal für 2 Tage mal an den Bauern vermieten, die kommen vorbei, machen alles durch und sind dann fertig. Dann schauen wir natürlich zu, dass das Ganze im Prinzip zeitlich so geplant ist, dass die Ernte der Früchte zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, dass ja nicht überlastet ist. Ja, ein Fokus natürlich auf hochwertige Sorten. Das mal ganz kurz zusammenzufassen, im Prinzip und das sind Themen Kundenzentrierung, Effizienzsteigerung, Standardisierung, Automatisierung, Kapazitätsmanagement und Qualität. Das sind so die Themen, unter der er jetzt den Hof nebenbei betreibt. Und irgendwie kennen wir uns doch alle. Im Contact Center ist das ja auch immer das Thema. Ja, kurz zusammengefasst, ein Unternehmen muss sich permanent neu erfinden. Das hier ist ein Bild, das habe ich aus dem westeuropäischen Land vor einiger Zeit, als man noch reisen konnte, aufgenommen. Ich glaube nicht, dass der gute Herr die Verdreifachung seines Anbaugebietes mit der entsprechenden Technik hinbekommen würde. Wie sagt man so schön, das elektrische Licht wurde ja auch nicht durch die permanente Verbesserung von Kerzen entdeckt.
Gut, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das Thema Contact Center. Die Entwicklung im Contact Center ist ja analog verlaufen. In den 90er gab es ein Call Center, was im Prinzip viele Mitarbeiter auf einer Fläche waren, die die Anrufe entgegennehmen sollten. 2000 hat man verstanden, dass diese Mitarbeiter ja auch ein bisschen mehr Knowledge, Skills haben, um entsprechende Tätigkeiten im Contact Center abzudecken und mehr als nur die Anrufe übernehmen können. 2010 war das Thema Multichannel ein Riesenschlagwort. 2015 Omnichannel. Hat jeder davon geredet. Heutzutage geht es eher um einen konversationellen Ansatz, eine Connected Experience und Zusammenspiel zwischen Bot und Maschine. Ja, vom Customer Service über die Customer Experience heute zu einer Connected Experience. Das ist so im Prinzip der Entwicklungsstrang. Und was auch klar sein sollte, es hat sich ein klarer Trend von On-Premise-Installationen als Kaufoption mit CapEx-Ausgaben hin zur Cloud. OPEX ja, ergeben. On-Premise ist nicht tot, aber ich glaube, Cloud ist trotzdem heute sehr im Kommen. Wenn man das mal aus strategischer Sicht anschaut, im Contact Center heutzutage, wie ein Contact Center aufgebaut ist, wir haben erstmal ein Geschäftsmodell, das heißt, man muss sich Gedanken machen, welche Dienste stelle ich welchen Zielkunden über welche Kanäle mit welchen Ressourcen bereit. Entsprechend muss man auch überlegen, welche Ziele habe ich eigentlich im Contact Center? Will ich nur die Anliegen abarbeiten? Konzentriere ich mich auf die Kundenzufriedenheit? Will ich Kontakte auch vermeiden und automatisieren oder will ich auch Cross- und Upsell machen? Da wäre natürlich eine Kontaktvermeidung zum Beispiel eher kontraproduktiv. Das ist die strategische Sicht. Die werden als Vorgaben im Prinzip definiert und gehen dann an das Management, das die operative Steuerung, das Prozessmanagement unter sich hat. Entsprechende Tools und Prozesse bereitstellt, wie HR und Training, Organisationsentwicklung, die Technik oder auch das Qualitätsmanagement. Das ist die operative Sicht und die muss natürlich im Prinzip entsprechend kontrolliert werden. So einmal das strategische Bild eines Contact Centers. Was jetzt eine Contact Center Lösung, was ja eigentlich Inhalt dieses Webinars ist, eigentlich bieten sollte, das sind im Prinzip vier Kernthemen. Die Kommunikationsverbindung steuern zwischen Kunde und interner Ressource, sei es jetzt ein Bot oder ein Mitarbeiter. Die Prozesse verwalten und Kundenanliegen managen. Im Prinzip kann das auch ein einfaches Ticket sein, wenn der Mitarbeiter das jetzt Problem nicht sofort gelöst bekommt und weitergeben muss. Die Wissen für die Mitarbeiter und auch die Bots bereitstellen und auch die Steuerung der Ressourcen. Und Ressourcen hier auch eben Bots, Mitarbeiter und was sonst noch alles anfällt. Wenn man diese Aufgaben im Prinzip mal anschaut und klassifiziert, dann kommen wir im Prinzip auf verschiedene Schwerpunktgebiete im Contact Center, je nach Umsetzungsgrad und Kundenfokus, vom traditionellen Contact Center über das Innovation Center mit sehr hohem Umsetzungsgrad, aber vielleicht nicht unbedingt im Hauptkundenfokus, hin zum Kundenservice und zur Connected Experience. So. Eine Contact Center Plattform selber ist im Prinzip aufgebaut aus mehreren Komponenten. Wir haben zum einen die Kanäle, die heutzutage von Chat, ACS, WhatsApp, Telefon, E-Mail, vielleicht manchmal noch Fax und Brief, falls das noch relevant ist. Über einen Outbound-Dialer, Social Media Kanäle, bis aber auch, das soll das Symbol ganz links sein, zum Shop gehen, weil auch ein Shop ist heutzutage Teil einer des Kundenservices und wird teilweise auch in eine Contact Center Plattform integriert. Diese Kanäle können durch Self-Service-Systeme und zum Beispiel eine IVA oder eine Visual IVA im Chatbot angesprochen werden. Dann gibt es die unterstützenden Service-Systeme, das Kampagnenmanagement, ein Kontaktarchiv, die Knowledge Base, das Ticketsystem, Routing und Queuing und natürlich sehr wichtig der Agenten-Desktop. Entsprechend im Hintergrund laufen dann die unterstützenden Systeme, wie zum Beispiel Recording, Quality Management, Reporting, Business Intelligence, Personaleinsatzplanung auch sehr wichtig, Text- und Sprachanalyse, Performance Management und auch Kundenzufriedenheitsbefragung. Das Ganze wird über die verschiedenen Schnittstellen an CRM, ERP, Input-Output-Lösungen, After-Sales-Systeme, Content-Management-Systeme und HR angebunden. Einmal der große Aufbau einer heutigen Contact Center-Plattform. Die Funktionen einer Contact Center-Lösung, ich habe hier einen Teil mal versucht abzubilden, was heutzutage eigentlich Bestandteil einer Contact Center Lösung sein sollte. Wir haben das ganz normale Routing, was früher als ACD einzeln zu kaufen gab, genauso wie eine IVA. Agenten-Desktop, klar, die Sprachaufzeichnung ist heutzutage in den meisten Contact Center Lösungen auch drinne. Das war früher auch eine separate Komponente. Multichannel-Unterstützung, Outbound,
Dann gehen wir hin zu Callback, Omnichannel-Unterstützung, NLU, Workflow-Übernahme, Qualitätsmanagement, Bots. Dann geht's rechts Richtung die etwas neueren Systeme wie Analytics, Business Intelligence, AI-based Routing, eine Knowledge Base, eine E-Signatur, Voice of the Customer. Und ganz rechts sind natürlich die Themen wie Workforce Management, CRM und Robotics. Wenn man das klassifiziert, haben wir im Prinzip die ersten 6 Punkte, die eigentlich zu einer Basislösung heutzutage unbedingt dazugehören. Die nächsten 6 sind Teil einer etwas moderneren Lösung und sind bei vielen Contact Center Anbietern inzwischen auch Bestandteil der Lösung. Die nächsten 6 sind im Prinzip die wirklich modernen Lösungen, die alles beinhalten, und die restlichen 3, das ist so der Trend, dass man BFM versucht, in Contact Center eine Plattform zu integrieren. CRM und Contact Center Lösungen wandern auch mehr und mehr in die gleiche Richtung beziehungsweise wachsen zusammen. Hier gibt es auch die ersten Anbieter, die beides im Prinzip in einer Lösung anbieten. Und Robotics ist bei einigen Anbietern, wie jetzt zum Beispiel bei NICE oder Quantago, auch schon eigentlich Kerninhalt einer Plattform. Woran arbeiten die Hersteller? Die Hersteller arbeiten im Prinzip momentan klar, alle Richtung Cloud, Web-based, das ist die neue moderne Ansatz. Self-Service mit oder ohne AI, Automatisierung ist, denke ich, auch ein Trend, der ganz klar ist. Auch was sehr wichtig ist, die Kanäle werden mehr und mehr irrelevant, der Skill zählt. Das heißt, ob der Kundenanfrage jetzt via Chat oder Telefon oder E-Mail reinkommt, ist heutzutage für viele Lösungen eigentlich gar nicht mehr wichtig. Dieses ganze Kanaldenken wird mehr und mehr aufgelöst, wobei da natürlich durchaus beim Thema Skill es Unterschiede gibt. Ein Mitarbeiter muss natürlich in der Lage sein, fehlerfrei zu schreiben. Das kann durchaus ein Skill sein. Der HR-Prozess wird bei einigen Lösungen inzwischen komplett im Contact Center Umfeld abgebildet. Ist auch ganz spannend. Wissensmanagement ist eine weitere Kernkomponente, die manche Anbieter als zentralen Bestandteil ansehen. CRM-Ticketsystem habe ich schon gesagt, das landet auch so langsam Richtung Contact Center. Und dann gibt es einige Anbieter, die versuchen im Prinzip die Kundenkommunikation als Lifetime-Conversation zwischen Kunden und Unternehmen darzustellen. Und was ich auch schon angesprochen habe, die Integration beider Unternehmenseinheiten. Jeder Mitarbeiter, der Kundenkontakt hat, ist eigentlich Teil des Kundenservices, diese Denkweise. Wenn man das anschaut, die Trendschere geht ja je nach Hersteller da weit auseinander. Und das erzeugt natürlich einige Konflikte. Hier sieht man im Prinzip die verschiedenen Ansätze. Es gibt natürlich dann die Maßgabe, dass man einen möglichst kosteneffizienten Kundenkontakt bieten möchte, eine Connected Experience mit den ganzen Automatisierungstechnologien und Bots oder Self-Service. Und dann gibt es natürlich das Thema Customer Relationship Management, wo es auch oft um das Thema Upselling geht. Was der Unterschied zwischen Connected Experience und Customer Relationship Management? Bei der Connected Experience steht der Kunde im Fokus und da versucht man, dem möglichst ohne viel Aufwand eine Lösung zu bieten. Customer Relationship Management ist eher das Unternehmen so ein bisschen im Fokus. Das heißt, als Beispiel beim Customer Relationship Management stellt man manchmal auch einen Anruf zu einem Agenten durch, obwohl das viel schneller und einfacher in einem Self-Service geleistet hätte werden können, weil es einfach man hier ein Upsell-Potenzial sieht. Gut, das sind Entwicklungsansätze bzw. strategische Gegensätze. Wenn Ihnen ein Anbieter erzählt, dass er alle 3 Punkte gleichzeitig super abbilden kann, dann würde ich das nicht glauben, weil jede Lösung hat so ein bisschen einen gewisser Fokuspunkt bzw. kann vielleicht 2 der Themen gut abbilden, aber niemals alle 3 gleichzeitig. Connected Experience zum kosteneffizienten Kundenkontakt, das kann auch passen, aber dann gleichzeitigen CRM-Integration, das wird oft recht schwierig. Genauso bei den technischen Gegensätzen. Im Prinzip gibt es auch 3 Ansätze, wie Sie Ihr Contact Center aufbauen könnten. Es gibt den Einsatz, dass Sie die besten, innovativsten Komponenten integrieren können, dadurch im Prinzip ein komponentenbasiertes System aufbauen. Sie können auch Ihr eigenes Contact Center selber entwickeln, wie es zum Beispiel auch eine große Bank gemacht hat. Die haben dann Framework von Twilio genommen und sich wirklich selber hingesetzt und alles neu entwickelt. Das können eher die großen Unternehmen sich leisten. Dann gibt es die standardisierte All-in-One-Lösung, die heute bei Cloud-Anbietern oft präsentiert wird. Da haben sie natürlich den Nachteil, dass sie nicht unbedingt
viel customizen können oder viel Auswahl haben bei manchen Funktionen. So, die Frage, was brauche ich, wenn ich mir ein neues System kaufe? Das Erste, was ich anschauen soll, ich meine, es geht für Sie doch mal darum, welchen Mehrwert muss ich für den Kunden bieten oder möchte ich für den Kunden bieten, in welcher Qualität und zu welchen Kosten. Und darauf aufbauend, wenn Sie sich erinnern, müssen Sie schauen, ob Sie ein Basissystem brauchen, Advanced oder richtig zum Customer Excellence. Und da eine Entscheidung erstmal treffen. Und wie hat so ein Kunde von mir schön gesagt, wir brauchen nicht die perfekte Lösung, sie muss zu uns passen und sie muss auf jeden Fall wenigstens so gut sein wie der des besten Wettbewerbers. Muss nicht unbedingt die allerbeste sein. Ist auch ein interessanter Ansatz. Entspannt. So. Wenn Sie jetzt dran denken, eine neue Lösung zu beschaffen, eigentlich gibt es sechs Fragen, die sollten Ihnen da durchaus helfen, den richtigen Anbieter auszuwählen. Zum einen ist natürlich die erste Frage, wird das Ganze als Cloud-Lösung oder On-Premise angeschafft werden? Da gibt es auch verschiedene Abstufungen, On-Premise, Data Center, als Private Cloud oder vielleicht als Public Cloud in der EU. Und manche Anbieter bieten natürlich auch eine Public Cloud außerhalb der EU an. Das müssen Sie sich überlegen, was Sie sich erlauben wollen und können. Die nächste Frage ist, brauchen Sie ein Standardsystem oder wollen Sie möglichst viel selber machen? Von der Abstufung als Standardlösung, wo Sie nicht viel konfigurieren können, über eine Lösung, wo Sie vielleicht mit Konfigurationseinstellungen noch viel verändern können, also Tailor by Configuration über eine Customized-Lösung und bis hin zur Build Your Own Contact Center-Lösung. Die dritte Frage, was ist Ihr Fokus? Effizienz oder Kundenzufriedenheit? Das kann durchaus manchmal ein Widerspruch sein. Darüber sollten Sie sich auch klar sein, in welche Richtung Sie eigentlich gehen wollen. Dann ist die Frage, soll die Lösung beständig sein? Bauen Sie die einmal auf und da verändert sich nicht viel? Oder wie beim Dienstleister, haben Sie permanente Anpassungen, neue Projekte, neue Services, die Sie anbinden wollen? Das hat auch einen riesen Unterschied bei der Auswahl der Anbieter. Manche Anbieter, die können da wirklich eine super Lösung aufbauen, aber die zu verändern, ist im Nachgang mit Riesenaufwand verbunden. Dann die Frage, welche Kanäle wollen Sie ja nicht abdecken? Haben Sie nur ein, zwei bestimmte Kanäle zur Auswahl? Wollen Sie eine Multi-Channel-Strategie fahren, was übrigens immer noch, ich würde mal sagen, bei 60, 70% der deutschen Contact-Center geleistet wird? Oder haben Sie eine echte Omni-Channel-Strategie? Das heißt, der Kunde oder der Agent kann den Kanal beliebig wählen. Sind wir ganz offen. Natürlich wird jeder sagen, dass er Omnichannel haben möchte, aber gelebt wird oft halt auch das Thema Multichannel, weil die Organisationseinheiten im Unternehmen entsprechend strukturiert sind. So, und zuletzt natürlich noch, welche Unternehmensgröße haben Sie? Wenn Sie mehrere tausend Agenten haben, brauchen Sie vielleicht auch eine Lösung, die das Routing deutlich fein granularer beherrscht als eine mit ein paar Agenten. So, und basierend auf dieser Auswahl würden dann entsprechend kleine Anzahl von passenden Lösungen für Sie rausputzeln und dann haben Sie durchaus da relativ schnell Fortschritte gemacht. So, was bieten wir im Prinzip bei der Beratung für eine Auswahl der Lösungen? Da bieten wir verschiedene modulare Bausteine an. Es gibt die Kurzberatung, dass wir im Prinzip einen Workshop anbieten, schauen, was hat der Kunde, was braucht er, was sind die Unternehmensziele und im Prinzip die Anforderungen zusammenfassen und Empfehlungen oder passende Ansätze, Strategien oder Anbieter vorlegen. Das ist nicht viel Aufwand. Sie als Unternehmen würden da teilweise relativ viel Zeit sparen, weil Sie nicht allen Anbieter anschauen müssen, sondern gleich von uns Unterstützung bekommen. Als zweiter Baustein beraten wir viele Kunden bei der Auswahl, dass wir im Prinzip unterstützend zur Seite stehen. Der Auswahlprozess wird vom Unternehmen gesteuert. Wir begleiten das Ganze, geben Tipps, Tricks, geben Hinweise auf passende Fallen. Relativ einfach, ist mit wenig Aufwand verbunden für Sie und mit wenig Kosten, aber Sie sparen halt auch wieder viel Zeit. Bei manchen Unternehmen steuern wir den kompletten Auswahlprozess, inklusive der Kommunikation und des Projektes und begleiten natürlich auch als letzter Baustein bei der Implementierung. Gut, das war es eigentlich schon. Ich bin relativ gut in der Zeit, 25 Minuten. 130, hier sind meine Kontaktdaten und falls Sie ein bisschen Wein einkaufen wollen, hier nochmal ein Link zu der entsprechenden Webseite. Ja, Rainer,